Herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit in diesem Excel-Kurs. Dieses Mal möchte ich etwas zu der Funktion ZZR sagen. Die Funktion kann ich nutzen, um, wenn ich so eine Situation habe, wo ich einen Kredit aufgenommen habe, sagen wir mal, ich habe einen Kredit von 12.000 Euro aufgenommen und ich möchte ihn komplett zurückbezahlen, sprich am Ende sollen 0 Euro Schulden verbleiben. Dann kann ich zusätzlich noch spezifizieren, welchen Zins muss ich als gegeben annehmen und wie viel möchte ich jede Periode abbezahlen. Wenn ich zum Beispiel sage, so, ich kann jetzt jede Periode 1.000 Euro abbezahlen, dann kann ich mir jetzt anschauen, wie lange es dauern wird, bis ich diesen Kredit zurückgezahlt habe. Natürlich auch abhängig davon, ob ich jeweils zum Monatsletzten oder Periodenletzten zahle oder zum Periodenersten, also zum Ende oder Beginn der Periode. Gucken wir uns das mal an. Wenn ich hier die Funktion ZZR nutze, möchte er genau diese Werte auch in Reihe haben. Den Zinssatz, den ich unterstelle, wie viel ich in jeder Periode zurückzahlen kann von dem Kredit, wie hoch der Kredit war, wie hoch der Endwert ist, also auf welchen Wert ich letzten Endes kommen möchte und welche Art der Rückzahlung ist es, also nachschüssig, vorschüssig, Periodenende, Periodenbeginn. Wenn ich das jetzt eingebe, dann sehe ich an der Stelle, in dem Beispiel muss ich etwas über 15 Perioden lang abbezahlen, dass ich unter den Konditionen den Kredit zurückgezahlt habe. Dann sehe ich natürlich, wenn der Zinssatz kleiner wird, ja okay, 0 war jetzt falsch, wenn der Zinssatz kleiner wird, reduziert sich die Zeit, die ich brauche, um den Kredit zurückzubezahlen. Wenn der Zinssatz größer wird, erhöht sich entsprechend die Zeit, die ich benötige. Das heißt, so kann ich eine gute Abschätzung darüber bekommen, wie lange ich brauche, bis ich einen bestimmten Kredit abgezahlt habe. Wenn ich lediglich vorgeben kann, wie viel kann ich jede Periode aufwenden, zum Beispiel wie viel kann ich jeden Monat zahlen und welchen Zinssatz muss ich voraussetzen. Das war, wie gesagt, hier diese Funktion ZZR. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Einheit angekommen. Ich sage dementsprechend auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.